Gut, also hallo, alle miteinander. Willkommen bei meinem Vortrag zum Thema High Performance Computing, eine Zukunftstechnologie mit Untertitel Einführung in das Hochleistungsrechnen. Hochleistungsrechnen ist einfach die deutsche, mittlerweile ein bisschen veraltete Übersetzung vom High Performance Computing. Mein Name ist Markus Wagner, ich komme von der INIT.at aus dem 12. Bezirk. Ich bin da seit September tätig als technischer Experte und Consultant im High-Performance Computing Bereich. Mache seit circa 7, 8 Jahren High-Performance Computing, auch zurückreichend an meine Zeit an der TU Wien. Und möchte die Gelegenheit nutzen, doch in einer relativ großen Runde, das freut mich, das Thema, das ich sehr spannend finde und das, glaube ich, ein sehr zukunftsträchtiges Thema ist, ein bisschen näher vorzustellen. Kurz zum Überblick, ich habe mal 6 Themen herausgenommen, die aus meiner Sicht für diesen Fall hier, also bei den Linux-Wochen zu präsentieren, meiner Meinung nach am interessantesten sind. Ich möchte zuerst kurz High-Performance Computing selbst vorstellen, das heißt eigentlich der Frage mal nachgehen, was ist jetzt überhaupt High-Performance Computing? Ich möchte insbesondere ein bisschen erklären, was die aktuellen Herausforderungen im High-Performance Computing sind, also jetzt nicht per se gedacht auf, was wir im täglichen, in der täglichen Arbeit machen, sondern ganz global und auch historisch gesehen, was ist da im High-Performance Computing zu tun. Ich möchte kurz einführend einen typischen HPC-Cluster vorstellen, was man üblicherweise braucht, ein Hardware und Software, um so ein HPC-System aufzubauen. Und ich möchte dann kurz diese Geschichte Computing und diesen Buzzwords, die es jetzt gibt mit Big Data, Deep Learning und so weiter, das möchte ich ein bisschen einordnen, was das miteinander zu tun hat, aber auch wo die Unterschiede sind. Nachdem wir jetzt hier bei den Linux-Wochen sind, möchte ich ganz besonders auch noch erklären, was Open Source und offene Standards mit HPC zu tun haben. Also ich werde erklären, dass es ohne Open Source, insbesondere im High-Performance Computing, gar nichts gäbe. Und ganz zum Schluss möchte ich die Gelegenheit natürlich auch noch nutzen, um ein bisschen zu erklären, was machen wir bei der INIT im Bereich High Performance Computing. Gut, beginnen wir mal ganz einfach. Was ist jetzt eigentlich High Performance Computing? Die Geschichte ist die, dass man das gar nicht so schnell erklären kann. Also hätte man mich vor einem halben Jahr in der Nacht aus dem Bett gerissen und gesagt, Markus, was ist High Performance Computing? Du machst das seit Jahren, hätte mir schwer getan. High-Performance Computing ist so alles oder nichts Geschichte. Also wahrscheinlich hätte ich schlafgetrunken mal erzählt, welche Technologien es da gibt. Da braucht man High-Speed-Netzwerk, da braucht man super CPUs und so weiter und so fort, GPUs vielleicht. Dann hätte ich erzählt, das macht man in der Wissenschaft, das macht man in der Entwicklung, das braucht man im Finanzbereich und so weiter. Das ist aber alles eigentlich keine Definition. Ich habe mir im Zuge dieses Vortrags eigentlich mal mich auf die Suche begeben, schlauere Leute als mich zu finden, die das ein bisschen besser erklären können. Und eine Definition, die ich ganz nett finde, die ist vom Inside-HPC-Blog, also die Quelle kann man jetzt nicht lesen, aber ich nehme an, die Folien werden dann zur Verfügung gestellt für Leute, die es interessiert. Das Inside-HPC definiert das so: High-Performance Computing most generally refers to the practice of aggregating computing power in a way that delivers much higher performance than one could get out of a typical desktop computer workstation. Das ist der erste Teil. In order to solve large problems in science. Das ist jetzt auch keine wirklich gute Definition. Aber der Fokus von dieser Definition ist einfach, es geht darum, Rechenleistung zu aggregieren. Ich habe jetzt nicht eine Workstation, mit der ich rechne, sondern ich habe zig Server, die schließe ich zusammen und natürlich im Idealfall kriege ich dann eine viel größere Leistung und kann mir damit Probleme widmen, die vielleicht auf einer Workstation gar nicht lösbar sind. Entweder aus ökonomischen Gründen, weil, keine Ahnung, wenn ich 3 Wochen aufs Ergebnis warte, dann macht es eh keinen Sinn. Oder weil, ganz banal, weil vielleicht mein Problem gar nicht in den Speicher passt. Das gibt es auch gar nicht so selten. Also, das ist eine sehr technische Definition, die ich nicht so schlecht finde, aber wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht gibt es was Besseres noch. Es gibt einen ziemlich gescheiten Menschen bei Intel, der ist Bill McGraw,
habe ich vor ein paar Wochen gesehen, eher zufällig drüber gestolpert, der hat eine Keynote gehalten, irgendwo in Amerika. Den YouTube-Link, wenn es näher interessiert, der ist sehr zu empfehlen. Der erklärt das noch ein bisschen genauer. Aber das ist sehr kurz und deswegen hat es mir sehr gefallen. Intel intern sagt, High Performance Computing ist ein Activity, also es ist wichtig, Activity, das ist, also es ist keine Technologie oder was, sondern das tut man. Das ist wie Golf spielen quasi. HPC ist eine Tätigkeit, characterized by the workload's nature, intent and response to scale. Nature heißt einfach, es ist ein schwieriges Problem sein. Computertechnisch schwierig, das heißt, entweder braucht es unendlich viele CPU-Zyklen oder es braucht irrsinnig viel Speicher oder keine Ahnung, es muss ständig Daten umeinander geschickt werden und so weiter. Oder keine Ahnung, die Disks, wir speichern zeitweise Disks in wenigen Minuten, terabyteweise Daten auf Disks in wenigen Minuten. Also sowas ist der Nature dieses Workloads sein. Intent ist für Intel, es muss was sein, wo man was entdecken will, wo man was erforschen will, wo man was quasi Erkenntnis gewinnen will. Das ist der zweite Teil der Definition. Und der dritte Teil ist Response to Scale, das heißt einfach nur, wenn ich ein Problem habe und ein System habe und ich schmeiße da einfach nur viel mehr Hardware drauf auf das Problem, dann hat das einen Sinn. Also zum Beispiel, ich kriege dann schneller eine Lösung. Das könnte zum Beispiel, wenn ich eine Tsunami-Vorhersage berechnen will, dann ist das wertvoll, wenn ich das nach 3 Stunden habe und nicht erst nach 10 Stunden. Oder es ist insofern wertvoll, weil man es vielleicht genauer rechnen kann in derselben Zeit. Ich nehme die 10-fache Hardware, vielleicht kann ich es 10-mal so genau berechnen. Das könnte zum Beispiel bei einer Wettersimulation, habe ich schon Vorträge darüber gehört, die sagen, es wäre ziemlich cool, wenn wir die Auflösung verkleinern könnten. Dann könnte man die Geologie besser modellieren, dann könnte man viel genauer vorhersagen, wo ist das Gewitter, wann ist das Gewitter und so weiter. Können sie momentan oft nicht, weil die Rechenleistung dafür nicht ausreicht, aber eskaliert jedenfalls das Problem. Das heißt, es muss diese 3 Teile erfüllen, dann ist es für Intel HPC. Das gefällt mir grundsätzlich gut, außer das mit dem Intent finde ich ein bisschen zu einschränkend. Also ich finde, zum Beispiel für Intel wäre es kein HPC, wenn ich jetzt einen Cluster habe, der hunderte, zum Beispiel Videostreams komprimiert und auf eine Festplatte schreibt oder auf eine Disk Array schreibt. Das ist für Intel kein HPC, das wäre für mich persönlich schon HPC. Es ist definitiv schwierig zu rechnen, es ist definitiv skalierbar. Für Intel hat es halt nicht, ich mache keine Entdeckungen damit, nur weil ich Videos transportiere. Das ist für mich ein bisschen die Einschränkung. Deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich hin und krame mein Schulenglisch nur irgendwie zusammen. Und was für mich rauskommt, und das ist jetzt das, wenn man mich mitten in der Nacht aufweckt, hoffe ich, schaffe ich das noch. High Performance Computing is a field where computationally intensive and scalable problems are solved by. Ist im Endeffekt eine Zusammenfassung letztlich dieser beiden Definitionen. Das haben wir jetzt übernommen bei der INIT seit kurzem. Weil es schon kurz ist, glaube ich, sehr gut erklärt, was High Performance Computing eigentlich tut. Gut, springen wir rein. Was ist jetzt eigentlich im High Performance Computing in den letzten 10, 20 Jahren? Aber das ist nicht nur High Performance Computing. Das betrifft eigentlich das ganze Computing, die ganze Computertechnik. Was ist da passiert in den letzten Jahrzehnten? Und es gibt da den Spruch, und der ist so, der wird so oft verwendet, dass man gar nicht mehr sagen kann, wer den zuerst gesagt hat, Free Lunch is over. Also das gratis Mittagessen. Ich habe da geplottet. Das macht mein ehemaliger Diplomarbeitsbetreuer von der TU Wien, der Karl Rupp, dem ich da herzlich danke dafür. Der stellt das in seinem Blog zur Verfügung auf GitHub. Das sind Daten einerseits von einem Paper und der Rest kommt von ihm. Er zeichnet da auf der X-Achse quasi sieht man das Veröffentlichkeitsdatum von einem Prozessor und auf der Y-Achse einfach 5 Kennzahlen von eben dem dazu gehörenden Prozessor. Und das gibt es seit den 70er Jahren und ich glaube der letzte Datenpunkt ist Ende 2017. Und vielleicht fange ich da andersrum an. Was ich ganz rechts dann oder zugeschrieben habe, sind die 2 Sachen Moore's Law und Dennard Scaling. Moore's Law ist, glaube ich, den meisten irgendwo im weitesten Sinne ein Begriff, obwohl ich gleich dazu sage, es wird oft falsch verwendet oder falsch interpretiert.
Moore's Law, das kommt von Gordon Moore, das ist einer von den Mitgründern von Intel. Der hat das schon in den 60er Jahren gesagt und es ist ein paar Mal dann wieder verändert worden oder sind in den Details angepasst, was eigentlich die Aussage war. Er sagt einfach nur, bei der weiteren Integration von Schaltkreisen kommt es einfach dazu, dass zum Beispiel alle 2 Jahre man auf denselben Chip doppelt so viele Prozessoren draufkommt. Da gab es einmal die Definition jedes Jahr, dann gab es nur 18 Monate, 2 Jahre. Üblicherweise hat sie dann 2 Jahre durchgesetzt. Das heißt, alle 2 Jahre werden die Transistoren quasi um die Hälfte kleiner. Also ergo beim gleich großen Prozessor kriege ich doppelt so viel drauf. Oft wird verwechselt, das ist eher dann so in den Marketingkreisen oft dann verschwurbelt worden, weil das kann man halt so schlecht verkaufen mit einer Transistorverkleinerung und so. Oft interpretiert man da dann irgendeine Performance-Steigerung hinein. Also es gibt dann eine Interpretation, die sagt, alle 18 Monate verdoppelt sich die Performance eines Mikroprozessors. Das hat der Gordon Moore nie gesagt. Aber das kommt daher, weil es dieses Dennard-Scaling gibt. Das kennen dann doch nicht mehr sehr viele Leute. Dennard-Scaling ist quasi der zweite Teil von dieser Vorhersage. Das hat der Herr Dennard und andere in den 70er Jahren gesagt. Dennard Scaling heißt einfach nur, wenn ich die Transistoren verkleinere, bleibt die Leistungsdichte erhalten. Zum Beispiel, wenn ich doppelt so viele Transistoren, die halb so groß sind, auf dieselbe Chipfläche packe, dann brauchen die dieselbe Energie zum Betrieb. Ich brauche nicht mehr Energie, nur weil ich doppelt so viele Transistoren habe, weil ich kann diese Transistoren mit einer niedrigeren Spannung und einem niedrigeren Strom betreiben, weil sie kleiner sind. Und der zweite Vorteil üblicherweise dazu ist, dass ich sie, weil sie kleiner sind, auch noch höher takten kann. Und diese beiden sind ja keine Gesetzmäßigkeiten, das sind letztlich Vorhersagen. Die gemeinsam ergeben dann sowas, wie es eben im Marketing oft verwendet worden ist, zu sagen, alle 2 Jahre wird der Prozessor doppelt so schnell. Oder alle 18 Monate oder wie auch immer. So. Das ist eigentlich das, was man Free Lunch bezeichnet. Das ist eigentlich super für einen Anwender, das ist super für einen Programmierer, weil wenn ich mir in 3 Jahren einen neuen Computer kaufe mit einem neuen Prozessor, dann kriege ich die doppelte Leistung quasi frei Haus. Das kostet mir nicht mehr, ich muss nichts an der Software verändern, es ist einfach deutlich schneller. Und diese Gesetzmäßigkeiten haben bis ca. 2000, 2005, da ungefähr in diesem Zeitraum, ist es zu Ende gegangen. Auf vielen, vielen Marketingfolien oder auch, also habe ich von fast allen Firmen schon gelesen, außer Intel natürlich. Intel sagt weiter, Moore's Law ist super. Aber alle anderen sagen, Moore's Law ist dead. Und was ich jetzt heute sagen will, ist, das stimmt halt nur, wenn man die Marketingdefinition nimmt. Moore's Law ist insofern nicht tot, man kann sich diese orange Linie anschauen. Die orange Linie trägt auf, wie viele Transistoren sind in dem jeweiligen Prozessor drinnen. Und man sieht eigentlich, also ich habe da versucht, 70ern, man beachtet die logarithmische Skala, also das ist ein exponentielles Wachstum. Und das ist ziemlich konstant bis heute. Also ich habe gerade die Woche wieder gelesen, Intel verschiebt den 10-Nanometer-Prozess jetzt auf 2019 oder so angekündigt. Es gibt da schon Fragezeichen. Intel veröffentlicht auch keine Transistorenzahlen mehr seit 8 Jahren. Das ist dann da gar nicht mehr drinnen. Würde man erwarten, dass bei Intel es eher flach ist momentan. Ich glaube, der oberste da rechts oben, das ist der AMD EPYC, der neueste, der größte von AMD. Okay, also weiß man nicht genau, Moore's Law, es mag schon zu Ende gehen, aber sagen wir, bis 2016, 17 war es nur am Laufen. Was aber nicht mehr funktioniert, ist das Dennard Scaling. Und das ist eigentlich quasi das Problem, was man in der ganzen Computertechnik hat, aber natürlich insbesondere im High-Performance-Computing. Ja, man könnte sich die blaue Linie mal anschauen. Die blaue Linie knickt ca. 2003 massiv ab, also auf der logarithmischen Skala. Wenn man diese, ich kann da nicht hinzeigen, wenn man sich das anschaut, da wo wir 2017 stehen, wenn diese sehr steile Anfangskurve weitergegangen wäre, wären wir da vor 10 Jahren schon gewesen, wo wir heute sind. Es ist nur seit 2003 zum Beispiel, ist es Single Thread Performance eines einzelnen Cores
die wird de facto immer viel besser. Und das seit 10, 15 Jahren. Also wenn Sie sich ein bisschen mehr mit Hardware beschäftigen, werden Sie es vielleicht kennen, ein neues Notebook kaufen. Also es ist schon länger eigentlich so, dass man mit einem 5 Jahre alten Notebook eigentlich kaum schlechter dran ist in der Single-Thread-Performance, wenn man so eine Software hat, die nur einen Thread verwendet, als mit einem neuen. Warum ist das so? Das sieht man, finde ich, ganz gut auf der grünen Kurve. Seit ca. 2000 verändert sich die Taktfrequenz typischer Prozessoren eigentlich nicht mehr. Während sie davor auch gestiegen sind, seit den 70er Jahren, pendelt sich das irgendwo ein bei, ja, weiß man eh, 3 GHz, 3,5. Da ist viel mehr ist nicht mehr drin. Es wird vielleicht mal, es gibt jetzt welche, die mal Burst 2, aber das sind alles eher Tricks. Also dauerhaft am Prozessor sehr viel höher zu takten, macht man nicht mehr. Und wieso? Das sieht man an der roten Kurve, weil man eigentlich bei der Leistung ansteht. Also man hat dann schon noch versucht, zu Ende der 90er, also da ist ja da mal die und in den 90ern, da ist man mal so raufgewandert. Man ist halt jetzt irgendwo bei 100 Watt bis 200 Watt Verlustleistung bei einem Prozessor. Und da möchte man eigentlich bleiben. Der Grund ist, weil diese Halbleitertechnik hat einen Nachteil, wenn es heißer wird, zieht er nur mehr Strom. Das heißt, das schaukelt sich dann auf. Also man muss mit der Kühlung von solchen Halbleiterbauelementen extrem vorsichtig sein. Also vorsichtig. Die Hersteller müssen vorsichtig sein, weil sonst raucht er von selber ab. Und deswegen hat sich das so eingependelt, bei 200 Watt herum ist irgendwas Maximum. Was man sieht, was halt die Hersteller, kann man sich jetzt fragen, na gut, die Transistoren werden mehr, die Leistung wird nicht mehr, die Frequenz wird nicht mehr, was dann die? Ich glaube, das wissen auch alle, die halt ab und zu mehr Hardware kaufen. Die Anzahl der Cores wird einfach viel, viel größer. Und nicht nur das, es wird jeder einzelne Core wird insofern mächtiger, als ein Core schon parallel Daten verarbeiten kann, die sogenannte Vektorisierung. Und wenn man sich mal so ein Büdel von einer Intel CPU anschaut, der Großteil des Platzes geht mittlerweile von Cache drauf. Also es gibt da nur so die leichte Steigerung der Single-Thread-Performance. Sie holen trotzdem immer wieder nur was raus. Aber im Wesentlichen stecken diese neuen Transistoren, die Moore's Law immer nur erlaubt, durch die weitere Verkleinerung, stecken einfach in den zusätzlichen Cores und in den Caches. Okay, also das ist jetzt ein Problem, das hat die ganze Computertechnik, nicht nur SAP PC. Was aber interessant ist für mich und warum ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, eigentlich für alle, die mit Computertechnik zu tun haben, ist, dass man heutzutage, wie man heute nur Leistung aus einem Prozessor rausholen, egal für welchen Zweck, dann muss man parallelisieren. Und das ist klassisch die Domäne des High-Performance-Computing eigentlich. Also es werden immer mehr Leute, werden quasi indirekt mit High-Performance-Computing in Berührung kommen müssen, wie man Threads programmiert, wie man Threads synchronisiert, wie man Daten austauscht und so weiter und so fort, weil anders kriegt man die Performance einfach nicht raus, man kann bei einem Prozessor, den man vor 5 Jahren gekauft hat oder den man vor 10 Jahren gekauft hat, ableiten. Okay, so das ist jetzt im Kleinen. Ich möchte kurz ins Große schauen. Also damit beschäftigen wir uns bei der Init-Net, sage ich gleich dazu. Das ist andere Größenordnung. Es gibt seit, weiß ich nicht, lange, 80er Jahren schätze ich, herausgegeben und werden die Supercomputer auf der Welt, also nicht alle, es gibt auch geheime Supercomputer, die da nicht mitmachen natürlich, aber alle, die irgendwo da mitmachen wollen, die lassen einen Benchmark laufen, ist standardisiert, ist der High Performance Impact. Das ist de facto eine riesengroße Matrix-Multiplikation. System meldet und wird Top 500 zweimal im Jahr präsentiert. Die letzte war jetzt im November 2017. Was man hier sieht, ich habe das 1:1 aus der Präsentation von den Top 500 Leuten herausgenommen. Die oberste, die blaue Kurve, ist die aggregierte Rechenleistung. Das heißt, alle 500 Supercomputer zusammen haben 845 Rechenoperationen, also Petaflops, was ist das, 10 hoch? 15, glaube ich. Müsste jetzt. Jedenfalls Rechenoperationen in der Sekunde geschafft. Bei diesem Benchmark.
Das Nummer 1 System ist in Rot, da gibt es immer üblicherweise die Sprünge, weil natürlich ein Nummer 1 System bleibt meistens halt ein paar Listen. Das jetzige ist jetzt schon viermal die Nummer 1 gewesen. Das hat ca. 10% der ganzen Rechenleistung, 93. Das habe ich habe rechts, ich sage da nur was dazu, rechts noch hingeschrieben. Ah, das steht in China momentan. Und die unterste Kurve ist das 500er System, also immer das letzte, das es gerade noch drauf geschafft hat. Also das gerade nicht rausgeflogen ist. Es fliegen natürlich bei jeder Liste X-Systeme wieder raus. Ja, was sieht man da? Die Leute von der Top 500 haben das eigentlich eingezeichnet, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das hier gut sehen kann. Beide Kurven, sowohl die blaue als auch die orange, flachen ab. Die Pfeile sind da eingezeichnet. Wir haben Juni 2008, Juni 2010. Das heißt, auch im haben wir das Problem, dass man seit gut 10 Jahren nicht mehr den Performance-Zuwachs kriegt, den man vorher gekriegt hat. Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, dass auch dieses auslaufende Standard-Scaling da eine Rolle spielt. Es ist einfach so, dass die Kerne als solches werden nicht mehr viel schneller. Das heißt, man muss viel, viel mehr Kerne einbauen, um weiter die Rechenleistung zu steigern, aber dann halt nur massiv parallel. Wenn man sich dieses Sunway Taihu Light System in China anschaut, das hat 40.000 Rechenknoten mit 10 Millionen Rechenkernen in Summe. Das ist irre groß. Es hat in Summe ein Petabyte an RAM und es verhorzt, wenn man es wirklich komplett, also diesen Slimpack auf dem ganzen System laufen lässt, 15 Megawatt elektrische Leistung. So, jetzt ist einer der Herausforderungen aktuell dieses sogenannte Race to Exascale. Ist einfach nur, man möchte zu den Exaflops, das ist ein Exaflop, da möchte man irgendwo hin. Da ist man nur ein schönes Stückchen weg, also bei 93 ist man jetzt, man möchte eigentlich so 1000, also so Faktor 10 müsste auf jeden Fall noch drin sein. Da gibt es eine Initiative in China, die wollen 2020 das erreicht haben, es gibt eine Initiative in Amerika, die wollen 2021 soweit sein und die EU möchte 2022 soweit sein. Da steckt ziemlich viel Geld drin. Mit einem. Was das Problem ist, sieht man, wenn man zum Beispiel, wenn man sich die elektrische Leistung anschaut, würde man dieses Taihu Light System einfach verzehnfachen, damit man auf die, müsste man eben ein handelsübliches Atomkraftwerk hinstellen, damit das betreibbar ist. Das heißt, man braucht einfach neue Technologien und da gibt es irrsinnig viele Forschungsprojekte und irrsinnig viel zu tun. Gut. Jetzt waren wir beim ganz Großen, jetzt gehen wir wieder ins ganz Kleine. Was braucht man jetzt für so einen typischen? Wir bauen natürlich keinen Taihu Light. Systeme schauen dann eher so aus in der Größenordnung mit, sage ich mal, nicht 2 Computern, sondern vielleicht 10. Das zentrale Teil eines solchen Clusters ist in der Regel der Headnode. Auf dem Headnode läuft alles zusammen und laufen auch letztlich alle Services, die man für den Betrieb von so einem Cluster braucht. Üblicherweise hängt daran ein direktes parallele Filesystem dran. Könnte aber auch sein, dass das parallele Filesystem separat ist und es gibt ein eigenes Storage Network, solche Systeme gibt es auch. Und zumindest hat man in der Regel 2 Netzwerke getrennt. Ein Management-Netzwerk, das ist meist einfach nur ein 1 oder vielleicht 10G. Und dann hat man für die eigentliche Berechnung, für den Datenaustausch der Berechnungsknoten ein High-Speed-Network. Das kann ein InfiniBand sein, das kann ein 100G Ethernet sein, das könnte ein Intel Omnipass sein. Das ist alles eher, geht eher in die Richtung 100, 200 Gigabit in der Sekunde, Point-to-Point. Und dann die eigentliche Arbeit machen diese Compute-Nodes. Das könnte zum Beispiel so ausschauen. Es gibt mittlerweile, es hat sich in alle Richtungen zerstreut, also einen typischen Compute-Node zu finden ist, weil es verschiedene gibt. Es gibt es mittlerweile schon in 1HE-Servern, das sind so Mini-Pizza-Boxen eigentlich, die sind gar nicht mehr groß. Da kriegt man locker 2 CPUs und 4 GPUs rein, mittlerweile. Das Ding verhorzt dann auch gleich einmal ein paar tausend Watt. Also üblicherweise schauen die dann so aus, dass man halt 2 CPUs hat. Jeder dieser CPUs hat dann einige Memory-Kanäle. Die sind
Unten bei Intel heißt das QPI, das ist manchmal ein bisschen ein Bottleneck da dazwischen, zwischen den beiden CPUs. Man hat dann, wenn man Accelerators einsetzt, eben GPUs zum Beispiel von Nvidia, hat man die über PCI Express angebunden, wenn es eine Intel-CPU ist. Es gibt aber auch von den IBM-Power-Prozessoren direkte NVLink-Konnektoren, also das NVLink ist die High-Speed-Schnittstelle von Nvidia selbst. Kann man direkt mit der CPU reden. Und links habe ich noch zwei Channel-Adapters einfach jetzt mal angeschlossen, die sind üblicherweise auch über PCI Express angeschlossen, das könnte jetzt ein InfiniBand sein. Was da jetzt nicht drauf ist, vielleicht, wenn es mir aufgefallen ist, ist ein Disk. Also das ist durchaus im HPC üblich, dass die Compute-Nodes selbst nur ganz wenig oder gar keinen Speicher haben. Das heißt, oft hat man vielleicht nur jetzt eine SSD, um das Betriebssystem und vielleicht Treiber zu booten. Der Datenlauf über das parallele Filesystem üblicherweise. Gibt es auch. Ist durchaus auch nicht unüblich für disklose Systeme. In Bezug auf Software und Service braucht man halt dann auch noch eine ganze Menge anderes Zeugs dazu, um das betreiben zu können. Man braucht einen Resource Manager, der verwaltet eben CPU-Cores, Speicher, dem kann man eben Jobs geben und der startet dann die Jobs, wenn genug Speicher, CPU vorhanden ist. Man braucht ein Monitoring, das ist ganz wichtig. Man möchte nicht ein Cluster, der vielleicht 1 Million Euro gekostet hat, dann, dass der steht, nur weil das RAID kaputt gegangen ist oder so, weil man es nicht mitgekriegt hat. Man braucht MPI, das Message Passing Interface, das ist eigentlich mittlerweile der Standard für alle Software, die auf einem Cluster läuft. Also das Message Passing wird dazu verwendet, damit einzelne Arbeitsteile miteinander Daten austauschen können oder einzelne Worker miteinander Daten austauschen können. Ist hochoptimiert, extrem schnell, furchtbar zu programmieren, also wie es halt oft so ist. Der Rest, ich glaube, ist eh klar. Compiler, ganze Menge verschiedener in der Regel. Die hochoptimierten halt von zum Beispiel von Intel oder von Cray oder man nimmt halt auch an GCC her oder so. Ganze Menge mathematische Libraries gibt es dafür und Treiber ist, glaube ich, selbst erklärend. Jetzt mache ich nur einen kurzen Ausflug in das, weiß nicht, Passwort-Thema. HPC ist einmal die eine Sache, das haben wir vorher schon definiert, aber es gibt, also was oft jetzt herumschwirrt, ist Big Data und Deep Learning. Ich möchte einfach ganz kurz sagen, was ist das und was hat das mit HPC zu tun und was hat das auch nicht mit HPC zu tun. Ich möchte vielleicht jetzt die Tabelle gar nicht so im Detail durchgehen, wenn jemand Interesse hat, können wir das nachher noch diskutieren. Gut, im HPC haben wir definiert. HPC ist in der Regel so, wir haben ein Modell, das ist ein komplexes mathematisches Modell in der Regel, das haben wir programmiert. Das hat irrsinnig viele Parameter, mit dem simulieren wir was. Das hat irgendwelche Zeitabläufe, irgendwelche räumlichen Gegebenheiten. Eigentlich haben wir am Anfang gar nicht so viele Daten und dann generieren wir irrsinnig viele Daten. Die müssen wir visualisieren oder irgendwie durchforsten. Big Data ist andersrum. Bei Big Data hat man üblicherweise viele Daten. Zum Beispiel in irgendeiner intelligenten Fabrik zeichnen am Sensoren alles auf, was da drinnen läuft. Alle 10 Sekunden kriegt man irgendwelche Datenpunkte. Wenn man möchte, in Big Data dann aus dieser Datenmenge, aus dieser riesigen Datenmenge irgendwelche Erkenntnisse generieren. Das wäre Big Data. Deep Learning ist für mich, aber da gibt es sicher Leute, die das anders sehen und vielleicht ist das in 3 Jahren dann obsolet oder so, da tut sich so viel im Deep Learning-Bereich. Ist für mich ein bisschen so ein Mittelding aus den zwei. Oder muss man vorsichtig sein, was man sagt, aber es hat mit beiden zu tun. Beim Deep Learning hat man sowohl große Datenmengen, um eben so ein neuronales Netz zu trainieren, und man hat immer ein neuronales Netz, quasi ein Modell, das man üblicherweise sehr sorgfältig vorher auswählen muss für den jeweiligen Anwendungszweck, den man im Auge hat. Aber man nimmt diese riesige Datenmenge her, um sein neuronales Netz zu trainieren, mit Feedback und so weiter. Und damit das neuronale Netz dann später auf Daten, die es noch nicht kennt, dann reagieren kann. Zum Beispiel Tierbilder erkennen, das ist irgendwie der Klassiker, der auf jeder Konferenz kommt. Gib einem neuronalen Netz 1 Million Tierbilder, die klassifiziert man mit Hund, Katze, Wellensittich und so weiter. Und wenn man das richtige Modell gewählt hat und die Daten, die man ihm gegeben hat, richtig sind, dann kann das nach einer Woche genauso gut wie ein Mensch. Das ist so ein klassisches, eher akademisches Beispiel.
ohne jetzt die Tabelle durchzugehen, die Frage, die ich immer oft gestellt habe oder die man bis heute noch nicht ganz hundertprozentig weiß, warum gibt es die drei Welten eigentlich? Die HPC gibt es schon seit Jahren, Deep Learning gibt es seit, also die Basics gibt es schon lange, aber gibt es sie vielleicht seit 5 Jahren. Warum ist das? Der Grund liegt meiner Meinung nach vor allem darin, an dem zeigst du unten hier, weil HPC in Wirklichkeit mühsam zu programmieren ist. Muss ich mit MPI programmieren, anders auch. MPI reicht in der Regel nicht. Ich muss OpenMP, CUDA, OpenCL, OpenSSC irgendein Parallel. Ich muss Fortran verwenden oder, wenn ich Glück habe, CC++. Und das war's dann schon. Die Data Scientists, die halt in Big Data zu Hause sind und jetzt auch sehr viel Deep Learning machen, die wollen aber nicht unbedingt Fortran programmieren. Die wollen sich auch nicht mit MPI herum ärgern müssen. Die wollen einfach nur mit ihren Daten arbeiten. Die verwenden halt dann so Frameworks wie Hadoop oder Spark. Die kann man mit Java, mit Python, mit Scala programmieren. Man muss ja eigentlich mit der Technik, die drunter liegt, mit den Highspeed-Netzwerken und so weiter, mit den Accelerators, die es da gibt, muss man sich eigentlich wenig auseinandersetzen. Bitte? Naja, das eine ist Performance, das andere ist, naja, weil es immer so war. Das, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also, ich würde zum Beispiel jetzt es gibt zum Beispiel eine MPI-Library für Python auch. Verwendet halt keiner. Weil man wird halt sicher ein Performance-Penalty haben. Naja, aber das zu viel ist immer die Frage, ist 20% viel oder weniger zum Beispiel. Das ist halt, die HPC-Community ist ja halt drauf getrimmt, wenn es nicht die optimale Performance rausholt, dann ist es eine Chance. Ja, und ich möchte gar nicht jetzt zu sehr über Fortran schimpfen. Fortran ist super hochperformant, die ist keine Frage für den Einsatzzweck. Es ist halt jetzt, Python ist halt schöner zu programmieren, weil nur ein Drittel vom Code, um dasselbe zu machen. Das ist halt immer für und wieder. Naja, es tut sich ja schon was. Es gibt neue Fortran-Standards, es tut sich ja bei Fortran was. Aber natürlich bleibt rückwärtskompatibel, ist vom Prinzip her eine Low-Level-Sprache eigentlich. Bis heute. Okay, so viel wollte ich nur vielleicht dazu sagen. Die Zeit auf. Frage ans Publikum. Wir waren vorher bei der Top 500 geschätzt. Wie viele von diesen in der Top 500 verwenden heute ein Linux-Betriebssystem? Es gibt Leute, die das wissen, nehme ich an, von dem her, von so einer großen Runde. Ja, stimmt, also es sind mittlerweile alle. Alle 500. Also seit der Novemberliste 2017 sind alle 500. Die Grafik ist jetzt nicht so. Aber die kriegt man tatsächlich auf der top500.org, Quelle steht. Also es ist ganz spannend, ich finde das, wenn man in der Zeit zurückgeht, ganz spannend. In den 90er Jahren waren es nur Unix-Systeme, ausschließlich. In den 2000ern kam dann Linux zurück auf, da gab es irgendwie beides, jeweils so 40% Linux, Unix oder so herum. Es gab sogar ein System einmal mit macOS, ich weiß nicht, ich habe das nicht recherchiert. Sogar Windows auch ein paar, Handvoll. Und in den letzten 5 bis 10 Jahren ist einfach, also die alten Unix-Systeme brechen einfach weg, die fallen halt raus und neue Systeme gibt es de facto nur noch mit Linux-Betriebssystemen. Dadurch, dass das High-Performance-Computing so viel im wissenschaftlichen Umfeld eingesetzt wird, ich finde, das erklärt, warum es Open Source und die offenen Standards so einen Stellenwert haben im High-Performance-Computing. De facto gibt es fast kein, eigentlich gibt es nichts mehr, außer die Hardware natürlich. Die Hardware ist nicht open. Aber ansonsten gibt es de facto alles auch als Open Source Lösung. Und zwar teilweise schon so, dass es kommerzielle vertreibt. De facto kann man sagen, fast alle wesentlichen Resource Manager heute sind Open Source. Das PBS Pro gibt es auch kommerziell, aber das wurde vor 2 Jahren auch
parallel Open Source gestellt. MPI selbst ist offener Standard. Es gibt verschiedene MPI-Implementierungen, die Open Source sind. Es gibt parallele Programmiermodelle, die alle offenen Standards folgen. Leider nicht CUDA, das ist eigentlich das, ist, was am interessantesten war die letzten Jahre. Das ist weiterhin von NVIDIA ein bisschen unter Verschluss gehalten. Parallele Filesysteme kann man de facto, braucht man fast nicht suchen nach kommerziellen. Es gibt es schon natürlich, werden auch weiterhin eingesetzt, aber man kann jederzeit Lustrace, glaube ich, das, was am meisten verwendet wird, ist Open Source. Monitoring brauche ich eh nicht erzählen. Es gibt verschiedenste Initiativen, um das weiterhin voranzutreiben, die offenen Standards und Mathematik. Also unendlich viele aus dem universitären Umfeld, die auch alle Open Source sind. Zum Schluss kommen wir jetzt noch schnell zur Init. Also ich habe schon gesagt, wir sind eine Firma, die im 12. Bezirk aktuell beheimatet ist. Wir machen schon seit langem High-Performance Computing, also auch lange vor meiner Zeit schon. Zum Beispiel der Schrödinger Cluster Anfang der 2000er war von der Init. Das ist jetzt also der erste große Wiener Rechencluster, kann man sagen, Anfang der 2000er Jahre. Wir haben jetzt, kann man sagen, zwei Angebote, die für Kunden oder potenzielle Kunden gedacht sind. Und die möchte ich nur ganz kurz vorstellen. Einerseits haben wir ein Angebotspaket für Kunden, die bereits einen bestehenden Cluster haben. Das ist, wir nennen das Audit. Das heißt, der Kunde kann zu uns kommen, beziehungsweise kann es gut, das passiert auch, kommt zu uns und hat ein Cluster und hat vielleicht irgendwelche Sachen, die fallen oder hat vielleicht, er möchte vielleicht eine neue Software einsetzen oder er möchte vielleicht seinen Cluster erweitern in der Zukunft oder was wir auch hatten, irgendein Job rennt langsam. Und er möchte einfach, dass wir ihm helfen und das bieten wir eben an. Also üblicherweise schauen wir uns den Cluster dann einmal an, dann gibt es ein Dokument, wo wir im Prinzip unsere Vorschläge oder unsere Beobachtungen dem Kunden vorstellen und dann werden wir uns einfach gemeinsam überlegen, in welche Richtung wir da gemeinsam gehen können. Es kann jetzt vieles sein, also wir trainieren unsere Kunden, wir unterstützen sie bei der Auswahl, wir machen Benchmarks der Hardware, wir warten Software-Systeme, wenn wir sie selbst natürlich unterstützen und so weiter. Der zweite Teil, der ist jetzt für Kunden gedacht, die noch keinen Cluster haben oder vielleicht einen Cluster haben und den ersetzen wollen, also einfach die einen neuen Cluster haben wollen, quasi von null weg. Und da haben wir so ein dreistufiges Verfahren, wie wir mit den Kunden arbeiten. Also der erste Punkt ist ein Der erste Punkt ist das Planning. Das heißt, wir setzen uns im Wesentlichen mit dem Kunden zusammen und überlegen gemeinsam mit ihm, was er braucht. Einfach, als es ist. Üblicherweise geht es halt darum, eine Software mal auszuwählen für den jeweiligen Einsatzzweck, der halt ideal ist, die Hardware auszuwählen. Und wir bieten mittlerweile auch an, dass wir die Hardware in einem Rechenzentrum bei einer Partnerfirma von uns hosten. Das heißt, ein potenzieller Kunde müsste jetzt gar nicht notwendigerweise einen eigenen Serverraum haben oder aufbauen. Das bieten wir alles an, mal in der Planungsphase. Dann im Idealfall entscheiden wir uns dann für ein System, das wir dann gemeinsam mit dem Kunden und üblicherweise, nachdem wir selbst keine Hardware vertreiben mit einer Partnerfirma, die eben die Hardware übernimmt, oder der Kunde übernimmt selbst, das kann auch sein, dass wir gemeinsam dann diesen Cluster aufbauen. Das heißt, unser Teil ist in der Regel dann, wenn die Hardware steht, installieren wir das System, die verschiedenen Services, die benötigt werden, die Software, die benötigt wird und, das kommt auch öfter mal vor, machen eine Custom-Implementierung. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ein Kunde einen speziellen Scheduling-Algorithmus für seine Jobs haben will, den es vielleicht noch nicht gibt. Das implementieren wir ihn dann gerne. Und zum Schluss natürlich, wenn das mal alles aufgebaut ist, dann läuft das System, das macht der Kunde selbst. Also wir haben jetzt keine IT-Fachleute, die dann beim Kunden sitzen, sondern der Kunde
verwendet sein Cluster-System und kann jederzeit bei uns letztlich unbürokratisch anrufen oder ein Ticket schreiben und wir helfen bei Problemen dann eigentlich unbürokratisch kurzfristig aus. Keine Ahnung, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder wenn man irgendwo auf einen Bug gestoßen ist von irgendeiner Software, dass wir das wieder so hinrichten, damit er wieder damit arbeiten kann. Gut, ich bin eigentlich sehr gut in der Zeit. Habe jetzt einen sehr großen Bogen gespannt, quasi vom mehr so theoretisch, was ist überhaupt High Performance Computing, über die historischen, globalen, großen Probleme des Supercomputing bis runter zu dem, was wir eben machen, den Beitrag, den wir im High Performance Computing in Österreich machen und machen wollen. Ich hoffe oder ich glaube, ich konnte Sie alle hier ein bisschen davon überzeugen, dass es ein spannendes Thema ist, dass es ein spannendes Thema bleiben wird und dass wir quasi welchen Beitrag wir da in Österreich leisten wollen und auch in Zukunft noch vermehrt leisten werden. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Da war gleich nur eine Frage. Das für Benchmarks macht sie, also welche Software verwenden Sie und welche spezielle APC-Software im Allgemeinen die typischen? Also das ist eine Frage, da könnt ihr jetzt ein bisschen länger drüber reden. 2 Minuten. Naja, das ist ja genau die Schwierigkeit dran, da was auszuwählen. Also grundsätzlich gibt es unendlich viele synthetische Benchmarks, einfach um die kann man wohl verwenden, um Hardware zu vergleichen. Und um generell die Leistungsfähigkeit des Systems einmal zu prinzipiell zu evaluieren. Das heißt aber für einen Kunden, der eine ganz spezielle Software einsetzt, dann gar nichts. Weil die Software hat halt vielleicht völlig andere Charakteristika als irgendwelche so allgemeinen Benchmarks. Wir sind schon seit längerem in der Diskussion mit Firmen, um solche Benchmarks machen zu können, ein bisschen aufwendigere machen zu können und auch spezieller. Das heißt, wir wollen einerseits mit den Hardwareherstellern mehr zusammenarbeiten, dass wir dort Benchmarks machen können, auch von solchen Systemen, von neueren Systemen, andererseits auch mit den Softwareherstellern. Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich dieselben Softwareprodukte einsetzen. Das sind ja kommerzielle Softwareprodukte, die haben unsere Lizenz dafür, eine gewisse Anzahl von Cores oder von Rechenknoten.
denen arbeiten wir in anderen Feldern schon zusammen. Mit anderen Softwareherstellern ist es auch schwieriger. Danke.